In Syrien wünschte sich die Opposition, sie wäre schon so weit wie die Ägypter. Denn vom Regimewechsel ist Syrien noch weit entfernt. Zwar hat Staatspräsident Assad gnädigerweise erlaubt, dass sich jetzt ein paar handverlesene Oppositionelle in Damaskus versammeln. Doch die waren, wie gesagt, handverlesen und Assads Schergen jagen und töten weiter. Alleine vorgestern gab es vermutlich 32 Todesopfer. Christiane Müller hat einen jungen Syrer getroffen, der in sein Heimatland gefahren ist, um die Revolution zu unterstützen. Was er dann erlebt hat, erzählt er jetzt zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Wir wollen nicht mehr stumm bleiben, schweigsam. Wir wollen alles sagen, das ist unser Recht. Wir leben nur mit Angst. Wir leben alle in einer See von Angst. Ich wollte nur eine bessere Zukunft für mein Land. Deshalb ist Sami Anfang März zurückgegangen, aus Deutschland in sein Heimatland Syrien. Mit seinen Freunden wollte er dort friedlich für Freiheit demonstrieren. Doch er landete schnell im Gefängnis, mit vielen anderen in einer Zelle. Wir waren 38 Leute in einem 8 Quadratmeter großes Zimmer. Und manche Nächte habe ich auf einem Bein verbracht, weil es gibt keinen Platz für die andere. Unter uns gab es Leute, die nur 17 Jahre alt waren. Oder bis 55 Jahre. Unter uns gab es viele Juristen, unter uns gab es Mediziner, Imame, Studenten, viele Studenten. Sie alle seien verprügelt, gefoltert worden. Sami zeigt uns Bilder aus dem Internet, veröffentlicht auf einer Pro-Assad-Seite. Offenbar zur Abschreckung. Wo genau diese Szene aufgenommen wurde, ist unklar. Doch genau so sei auch er gequält worden. Sie haben von mir persönlich auch sowas gefragt, die Schuhe zu küssen oder zu lecken. Der von mir verhört hat, hat immer mit seinem Fuß auf meinen Kopf getreten. Er hat seine Zigaretten in meinen Körper ausgedrückt. Sie haben mich nicht nur mit Händen, mit Beinen auf dem Gesicht geschlagen, mit Stöcke, mit Stromkabeln haben sie auch uns geschlagen. Zwischendurch lachen sie über uns. Sie haben uns immer gefragt, wollt ihr Demokratie? Da hier ist Demokratie bei uns. Was wollt ihr noch? Wollt ihr Freiheit? Wir geben euch ja auch noch Freiheit. Nach einigen Tagen im Gefängnis hört Sami plötzlich bekannte Stimmen in einer der Nebenzellen. Da habe ich meine Geschwister gehört und sie haben geweint. Sie haben geweint und sie haben gesagt, wir wissen nicht. Und ich wusste nicht, was draußen los ist. Natürlich, man bekommt gar keine einzelne Information. Ich habe nur die ganze 30 Tage verbracht, ohne zu wissen, was ist los mit meinen Geschwistern, ob sie frei wieder sind oder nicht. Sami wird nach einem Monat freigelassen, ohne Begründung, so wie er auch ohne Begründung festgenommen worden war. Er flieht zurück nach Deutschland, aber seine Familie bleibt in Syrien. Sie haben mich auch bedroht, wenn ich nicht erzähle, was sie wollen. Sie werden meine Geschwister auch Gewalt antun. Um seine Familie zu schützen, möchte Sami nicht erkannt werden. Um sich selbst hat er wenig Angst. Das hat nichts gebracht, dass sie den Körper gequält haben. Sie haben meinen Gedanken überhaupt nicht erreichen. Sie können das nicht kontrollieren, nicht beeinflussen, egal was sie mit dem Körper gemacht haben. Das ist nicht das Ende. Ich bin hier wieder in Berlin und anderen Städten engagiert. Wir wollen auch demonstrieren. Wir wollen laut sagen, wir wollen dieses Regime nicht mehr. Wir wollen diese Verbrecher nicht mehr. Wir wollen auf diesem Weg bleiben. Bis wir gewinnen, bis wir besiegen, bis das Land frei wird, bis wir Demokratie erlangen, bis wir die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen in Syrien.